Wir nehmen durch die enorme Triebwerksleistung von 750 PS die enorme Kurbelkraft möglich. Die Höchstgeschwindigkeit vom Original beträgt 481 Stundenkilometer. Der Peter Kirsten hat das Modell nachgebaut. Es hat eine Spannweite von 2,42 Meter, eine Länge von 2,20 Meter, wiegt 12 Kilogramm. Und jetzt kommt es. Die Blätterzahl beläuft sich auf 50.000 bis 100, zwischen 400 und 700 Grad Celsius. Fliegen tut das Flugzeug wie die Götter. Höchstgeschwindigkeit von über 250 Stundenkilometern. Das Ding hat knapp 7 Meter Spannweite, hat einen 40 PS VW Boxermotor. Ist trocken, das heißt, im Zweifel dann wird er nass. Jetzt sagen Sie aber, da geht es gar nicht so gewinnt, dass ich das Ding so schnell drehe. Das ist klar, dort ist ein kleiner Motor und es wird vorgerotiert. Das nächste Mal stellt er das ganz steil an. Und je schneller er sich vorwärts bewegt, desto schneller brät sich dann der Rotor und irgendwann so gut. Genau, wunderbar. Trotz heftigem Wind, super. Schönen Überflug, schauen Sie mal. Super, oder? Das Wackelgeräte der Gesenke, Ihre Aufmerksamkeit, der wird jetzt gleich landen. Nehmen Sie das Sieg mit, um Zeit zu gehen, jetzt schmeckt er noch ein Weilchen da. So, jetzt aber Fahrwerk draußen, Landeklappen draußen, Positionslichter an. Ohne Futterweiche Landung.
Super, Hornspüngel, vielen Dank, klasse. Wir waren im Ziel, gegen später nochmal. Liebe sehen, Kiki. Rums, da sitzt er. Aufschlag auf den Mörtel. Jetzt klären wir mal kurz, was ist eigentlich ein Ultraleichtflugzeug? Ich habe auch gesagt, das Flugzeug hat ein Gewicht von Leergewicht von sage und schreibe 85 Kilo, hat eine Spannweite von 4,90 Meter, also ein fliegender Schuhkarton im Prinzip, 3,80 Meter Länge und wird angetrieben von je zwei, also die zwei kleinen Motorchen da vorne dran, das sind nichts anderes als Rasenmähermotorchen mit 200 Kubikzentimeter. Ja, sehen Sie, da hinten steht was raus, das ist kein Zahnstocher, sondern, ja, jetzt sieht man es, ja, wunderbar. Und das alles mit Solarzellen, die sich auf der Oberfläche des Flugzeugs befinden. Also Sie sehen, von wegen des Geräte von Energiekrise, der macht die Energie selbst. Tolle Sache, weiß. Auch genannt der Schneider von Ulm. Oder Landungsleiter Gyrokopter zurück vom Rundflug. Wunderbar. In Berlin hat er da so einen Hügel aufschütteln lassen und da ist er immer wieder runtergekommen. Am Anfang waren das bloß Flüge oder Sätze oder Hüpfer, wie man sagen will. So schwer verletzt. Hat er an der Unfallstelle im Prinzip noch verstaubt. Also wenn man über Lieferung glauben kann. Dann am 14. August 1901 in Bridgeport, Connecticut, das erste Mal selber mit einem. Der eigentlich jedes Jahr zu uns zum Flugplatzfest kommt. Die hören schon, das ist. Wir haben 93 Gebäude, und zwar der erste Aviat in Wyoming, USA. Bei 350 km/h. Die Mitte des Unfalls präsentieren. Das ist jetzt auch nicht Beethoven, sondern Deep Purple. Tiefer Vogel, nein, halt. Und jetzt geht's los. Also das hat der Armin auch unter draußen gemacht. Mit Rücken flach rudeln. So, jetzt kommt der Turm. Und jetzt zwirbelt. Und jetzt kommt er auf dem Rücken wieder nach unten. Schauen Sie mal. Hervorragend. Anschließend kommt jetzt eine alte kubanische Acht, also das ist keine Zigarre, nicht zu rauchen, sondern eine Flugfigur. So, jetzt dreht er sich in Normalfluglage. Und jetzt kommt der Double Hammerhead. Also Hammerkopf. Der wird jetzt versuchen, zweimal um die eigene Achse zu drehen. Moment. Jetzt einmal.
zweimal. Gerissene Rolle nach unten. Jetzt der Handlieferant nach vorne. Falsch. Das war die Avalanche, die gerissene Rolle steigen. Jetzt der Handlieferant. Schauen Sie mal, jetzt geht es nach vorne weiter. Da wird das Flugzeug oben am Scheitel für einige Sekunden stillstehen. Jetzt, nur mit PS und der Luftschraube hängt er jetzt dran. Bei 0 km/h fällt etwas rückwärts. Nach oben hochziehen und dann wieder in Rücklage mit mehreren Rollen. Auf Tschechisch betrunken Torkel. Sieht auch so himmlisch aus. So, Schwung holen. Und jetzt geht's rein in die Zentrifuge. Schauen Sie mal. Jetzt. Ja. So, der Armin wird jetzt zu einigen Überflügen kommen. Sehr schönes Farbmuster auf seiner Pitz. Pascal Beuth, kannst du an der Rundflugstadt kommen, Pascal? So, jetzt kommen wir mal im Überflug, wer will dann ein schönes Foto machen, die Sonne kommt von hinten, schauen Sie mal, wunderbar. Jetzt. Jawohl. Vielen Dank, Armin. So, vielen Dank nochmal, der Armin. Platz hat nochmal den Händen. Armin, ich habe erzählt, du warst in den USA beim Kunstflugtraining, dass du ja so oft wie möglich und dir dein Job die Zeit dafür lässt, da rübergehst und bei den Piloten, die dir noch was beibringen können, das sind immer auch viele, da Geld investierst und Flugschulen, um da noch was zu lernen. Wann warst du jetzt dieses Jahr? Ja, dieses Jahr war im Juli doch. Erzähl mal ein bisschen was, wie läuft das ab? Wo geht ein bisschen nach Florida, macht ein bisschen Urlaub, liegt nebenher ein bisschen oder wie startet Tagesablauf? Ja, also es ist ziemlich heftig insgesamt. Natürlich macht man ja natürlich noch aufgrund der Zeit. Das Zeitunterschied ist relativ früh auch. Deswegen versuchen wir immer dann relativ früh zu reden. Ja, und dann ist es schon noch keiner ganz allein für eine ganze Woche. Ja, und jetzt ist es ein Programm.